So, gesagt, getan. Oh, die Band ist gerade auch abgehauen. Nice. Okay. Na gut. Bauen wir den Rest also wieder alleine. Auch nicht weiter will. Oh, die Brücke wird doch geil. Ja, das gefällt mir. Das kann man so machen. So, wir haben hier bei 7 und genau. Bei 77 haben wir aufgehört. Nächstes kommt also bei 67. Muss ich gucken, dass ich die Flucht nicht verpasse. Hä? Nee, das war 67. Bin ich jetzt bescheuert? Habe ich nicht gerade 77 gesagt? Ja, wow, war 67 natürlich. Also hier. Ist Nummer 2 über Wasser natürlich, klar. Oh, ernsthaft jetzt? Ernsthaft jetzt? Danke. So. Fuck, da war einer hoch. Damit auch zu wenig gemacht. Das gibt's doch gar nicht. Wie kann mir denn sowas passieren? Ist doch traurig, ist das doch. So, hoffe ich mal echt, dass jetzt alle in einer Flucht stehen. Ach so, das. Ja, wow. Ja, war mein Fehler. Ich dachte immer. Wartet mal ganz kurz, kann ich mal gleich mal zeigen. So, im Wasser und dass der praktisch schon außerhalb des Wassers ist, aber der ist ja noch im Wasser. Aber weil er praktisch schon an der Oberkante angrenzt, hat er halt kein Wasser mehr drauf. Und dementsprechend habe ich mich immer verschätzt, was das dann ging. Das war natürlich wieder typisch Ronny. So. Wir kommen auf Festland. Yay. Das ist ja ein Fest, ist das ja. Ist das richtig? Ja, genau. Doch. Perfekt. Sehr schön. Gut, dann können wir jetzt von hier aus wieder anfangen, mit dem Holz zu arbeiten. Und das kommt dann auf die Höhe. Ja, perfekt. Super, duper, tralalala. So. Geht auch direkt an den Baum dran vorbei. Na gut, der Baum hier muss weg, leider. Schade eigentlich, weil er genau auf dem Gleis ist. Also genau auf Gleishöhe. Gleis. Na, ey, ihr wisst schon. So, Baum. So, hoffentlich lieben dann jetzt auch die Blätter. Ja, ich weiß nicht warum, aber ich habe immer so die Angewohnheit, dass bei mir dieser Holzstick immer direkt ein bisschen ins Land reingeht. Das wirkt dann, ich weiß nicht warum, aber es wirkt halt für mich authentischer. KP. So, und jetzt kommt das, wovor euch alle gewarnt haben.
Nein! Petri gefällt! Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Ah, das wird doch nichts. Fuck. Okay. Also wieder Zufall. Ach Gott. Da ist wer gestorben. Ach so, ist bloß eine Kuh. Die wir gerade gehört haben, wahrscheinlich. Na komm. So. Die springen. Junge. Oh, das gibt's doch gar nicht. Wie kann man denn so dumm sein wie ich? Wisst ihr was? Fuck off. Machen wir es halt ein bisschen unkonventionell. Fuck. So. Bam, bam. Danke. Komm an. Hier, bam. Zurück. Eine Scheiße hier. Geht sogar wirklich. Nice. Nein, nein, nein. Bleib stehen. Rückwärts. Hier, schneit. Er hat den Schnee bestellt. Och, fuck. Ja, komm, 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 komm. Jawohl, jawohl, jawohl. Und jetzt wieder zurück. Alter, ist das schwerfällig hier. Komm, 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 komm. Perfekt. Jawohl. Ja. Wir haben eine Verbindung gebaut. Und jetzt heißt es schwimmen, bis der Arzt kommt. Das ist ein Tunnel, oder? Hallo? Wow. Komm, mach hin. Mach hin. Du machst jetzt sowas von hin. Junge. Geht doch. So. Dankeschön. Na komm. Die Kuh und die. Das hier. Bam. 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 Oha. Holz ist schon wieder alle. Ich fühle mich gerade wie diese komischen Straßenbaumaschinen, die da so ganz langsam auf dieser Straße lang tuckern und so dieses Teer verteilen. Einfach so mit geschätzter Schrittgeschwindigkeit. Nein, ich springe. Das wäre das Dümmste, was man hier machen kann. Komm, 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 hin machen. Dankeschön. So. Steinen. Steine sag ich schon. Ist ein Holz im Baum. Holz vor der Hütte haben ist immer gut. So, na komm. Dürfte nicht mehr so viel sein. Ist das langwierig. Ja, wow. Ja, super. Das ist jetzt natürlich Bullshit. Ah, fuck.
Das Problem ist, umso schräger ich bin, umso langsamer werde ich, weil ich bewege mich ja nur nach hinten. Wobei ich könnte ein bisschen beschleunigen, indem ich zwei Tasten total dicht tippe. Dass ich auf diese Idee nicht gekommen bin. Und das als Doom-Spieler, das ist schon traurig. Ich drücke jetzt praktisch S und D gleichzeitig, damit ich mich immer so schräg bewege und damit die optimale Geschwindigkeit habe, um optimalisieren zu können. Q, S und D. Nein. Oh, fuck you. Kleiner Sohn. Du Sohn einer Mutter ohne Kinder. Danke. 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 So, Feierabend. Also, wir müssen nur die ganzen Stützen hier ausbauen. Und dann haben wir es soweit geschafft mit dem Unterbau jetzt hier von der Brücke. Wow. Ach ja. Dann bauen wir noch ein paar Zäune. Und dann können wir hier die Brücke, also das Grundgerüst der Brücke erstmal als abgeschlossen betrachten. Oh, fuck. Es fehlen denn ja natürlich noch die Gleise, aber wie gesagt, um die zu bauen, müssen wir dann erstmal noch ein bisschen in die Mine gehen und ganz viel Eisen holen, weil wir haben jetzt noch 11 Eisen oder sowas, plus die 40, die ich als Rohmaterial habe, die ich aber auch als Reserve wegpacken möchte. Von daher. So. Okay. Ist doch gar nicht mal so schlecht. Da muss ich wieder rüber schwimmen. Wobei, jetzt kann ich auch das Boot nehmen. Volle Fahrt voraus. So. So, True Story, also wie gesagt, die Aufnahme geht jetzt nur 15 Minuten und dann war es erstmal für heute mit Let's Play für meinen Test. Danach werde ich dann vielleicht noch ein bisschen Doom aufnehmen, aber auch nur vielleicht. Da ist immer noch das Pferd. Bringen wir es jetzt um. Das irritiert mich. Stopp halt! Na los! Digga, das ist ein Pferd von Satan. Ach ja, siehst du, hier ist auch noch. Gott, wir haben ja noch gar nicht aufgeräumt hier. Okay. Machen wir es auch noch schnell. Was gehen die Videos online? Gute Frage. Also, ich habe 9 Videos aufgenommen, davon sind es 2 Special-Videos. Das heißt also. Es werden erstmal 5 Tage, Montag, ja, am Wochenende. Jetzt die 5 Tage in der Woche kommt erstmal Doom, was ich ja bereits aufgenommen habe, hier mit Doom Server Edit und sowas. So, jetzt kannst du die Zeug hier. Ach nee, ist ja hier an der Seite.
Diorit ist ja das, was ich hier reinpflaster. Habe ich Eiskalt übersehen hier? Schau mal an. Fuck. Hallo. So, der letzte Stack von Diorite, Andesite. Alter, ich komme hier wie den Namen noch durcheinander. Was? Habe ich nicht gerade aufgepackt? Oder hat er das jetzt gerade hingesetzt? Ey, schau dich! Wollte gerade schon sagen. So. Pack. Noch ein Verschönheitsfehler? Nee, ne? Pack. Okay. So, was brauchen wir jetzt? Wir brauchen Dinger, wir brauchen Holzstämme, wir brauchen alles. Wir haben kein Holz mehr. Fuck. So, wir müssen also definitiv noch mal los und Holz suchen. Wir haben für die Zäune haben wir gar nicht genug Stöcker. Hier kriegen wir noch 7 Dinger. Wie war nochmal das Rezept für Zaun? Hier ist eine Leiter. Da, das sind die Zäune. Ah ja, ich brauche 2. Nee, Quatsch, das sind ja die Türen. Nee, ich brauche hier die Dinger. Genau, das ist genau andersrum. Hä? Nee, doch. Ach, mein Englisch schon wieder. Das sind die Zäune und das sind die Tore. Das brauchen wir. Wir brauchen also definitiv. Ach. So, gut, dann fangen wir schon mal an mit den Gleisen. Die Frage ist, wie machen wir das mit den Gleisen? Wo packen wir die am dümmsten hin? Ich würde mal sagen, packt die auch immer diesen Sima-Abständen hin. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Genau. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Das müsste wieder 7 sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das müsste wieder eine 7 sein. 1, 2, 3, 4. Zu dem Bahnhof am. Wo war ich jetzt gerade? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dann müsste jetzt wieder 7 sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gut, das war's.
Gut. Wenn wir schon mal dabei sind, wisst ihr was? Wir können auch, fällt mir gerade mal so auf, diese Dinger hier auch mal so ausrichten. Ah ne, hä? Hä, Moment, bin ich hier falsch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da fehlen nur noch 2. So. Genau. Oh, das passt hier wieder. Okay. Nice. Oh, hier sind die Geister wirklich leer. So, dann mache ich schon mal ein bisschen Zaun, damit ich später weiß, wo die Reise hingehen wird. Ich habe echt kein Holz mehr, das ist ja echt blöd. Oh ja. Wow, ich kann einmal, ernsthaft, ich kann genau einmal so ein Ding machen. Wow. Das ist enttäuschend. Ach, wow. Ich habe ja hier doch noch, na, Leute, guckt doch mal, ja, ist doch, hier haben wir doch alles, was wir brauchen, haben wir doch. So, wir brauchen, jetzt muss ich überlegen, wir kriegen hier 32... Also 32 kriegen wir hin. Wir brauchen also 32 Stöcker brauchen wir. Wir haben bereits 20. Das heißt, wir brauchen noch 12. Nein. Wir brauchen jetzt nochmal 32. Fuck. So, jetzt müssen wir das genau hinkommen. Bam. 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 Hä? Achso, ja, weil immer mal 3 ist. Ah ja, hab schon verstanden. Technik, die begeistert. So. Bam, bam, bam. Jetzt wird das Ganze auch gleich viel authentischer und damit wir mein so, jetzt, ansonsten hätte ich gerade ein Herzkasper bekommen. Dass hier mal Lücke reinmacht. Hm. Immer diese Loops. Fuck. Auskommen. Na los. Dankeschön. Tschüss. Ich bin Dönerbunali. Dönerbunali. Aha, sowas hat. Das auch. Aber vor allem hatte ich sowas hier. Das ist immer ein bisschen blöd. Da kommen wir so noch ab, damit es gleichmäßig aussieht hier. Bam. So weiter wird erstmal nicht rein. Wow. Er hat mir ausgesperrt. Komm lieber rein in die Land. Noch eine Lücke, das auch noch eine Lücke. Goddammit. Ich verstehe auch nicht, warum die Setzgeschwindigkeit immer knapp unter der Laufgeschwindigkeit ist. Ich persönlich hätte es genau andersrum gemacht. Ich hätte praktisch die Setzgeschwindigkeit an der Laufgeschwindigkeit angepasst
sodass praktisch die Setzgeschwindigkeit etwas höher ist als die Laufgeschwindigkeit. Dann könnte man nämlich wirklich einfach die Sachen so einfach wie, ja, gedrückt halten und dann rückwärts laufen und dann wäre es perfekt. Gut, dann würde ich mal sagen, an der Stelle hören wir erstmal direkt auf und ja. Dann jo. Werden wir erstmal beim nächsten Mal dann nochmal diese Umrandung weitermachen. Und dann werden wir uns aber auch bei Zeiten in die Höhle machen, also in eine Höhle. Und dann, jetzt muss ich überlegen, was wollte ich sagen? Genau, Eisen suchen. Damit wir dann auch unsere Gleise bauen können. Das klingt doch schon mal nach einem Plan. Jo. In dem Sinne würde ich mal persönlich sagen, das war es erstmal mit meinem Klon für heute. Wie gesagt, ich werde vielleicht nochmal Doom aufnehmen, aber ich habe jetzt erstmal wieder für eine gesamte Woche. Von daher bringt es jetzt auch nicht allzu viel. Von daher würde ich mal sagen, das war es erstmal. Erstmal Encodern, also Transcodern. Hochladen und dann ist erstmal wieder bis zum Wochenende wieder alles gesichert. Beziehungsweise, mir fällt doch gerade auf, ich habe jetzt bis zum Sonntag Material. Das heißt also, ich werde dann am Montag eine Pause machen. Also ich mache immer so, wenn ich praktisch eine Session aufnehme, dann lasse ich immer praktisch, ich nehme eine Session auf, lade die hoch, kommt pro Tag 2 Folgen. Außer so wie jetzt mit dem Speedrun bei Doom, ist ja praktisch eine extrem lange Folge und eine Special-Folge, deswegen kommt dann nur eine Folge am Tag. Und wenn praktisch eine Session praktisch abgegolten ist, dann kommt erstmal ein Tag Lücke, bevor es mit der nächsten Session losgeht. Und die Lücke, die war bisher halt immer sonntags, halt, hat bei den letzten beiden Male gut geklappt. Aber eben, jetzt geht es ja praktisch bis Sonntag, heißt also so der Tag Pause, also der Pausetag ist dann jetzt praktisch dann am Montag. Ist auch egal. Ja, in dem Sinne, schau mit vor.